Wir sind heute beim ehemaligen Alpengasthof Stiegernick im wunderschönen Pünzgau. Gemeinsam mit der Energieberatung ist da besprochen worden, welche Maßnahmen dass man setzen kann, um den ganzen Gasthof auf einen energieeffizienten, guten Standard zu bringen. Und das Ganze schauen wir uns heute gemeinsam mit euch an. Der Alpengasthof Stiegernick war doch schon ziemlich in die Jahre gekommen. Julia Neureiter hat den Gasthof vor einigen Jahren gekauft und ihm neues Leben eingehaucht. Energieberatung in dem Fall war super, weil wir doch ein sehr altes Haus gehabt haben. Und so ein altes, bestehendes Haus thermisch zu sanieren, ist dann doch eigentlich ganz aufwendig gewesen. Und es war dann super, dass man da wen an der Seite gehabt hat, der sagt, das macht Sinn und es macht weniger Sinn. Und wo kann man da am besten anpacken eigentlich? Was auf jeden Fall mal super war, einfach das anzuschauen, wie gut sind die Fenster, wie waren die Mauern und wo stehen wir mit unserem Heizwärmebedarf und wo sollte man hin. Alles, was wir mit der Energieberatung besprochen haben, haben wir alles umgesetzt. Wir haben 560 Quadratmeter Dachfläche gedämmt. Es sind ungefähr 1000 Quadratmeter Fassade gewesen, die gedämmt worden ist. Die Garagen sind dann nur gedämmt worden und wir haben 77 Fenster und Türen ausgetauscht. Die thermische Sanierung des Gasthofes im ersten Jahr hat rund 460.000 Euro gekostet, die großzügigen PV-Flächen rund 70.000 Euro. Und diese haben sich auch ausgezahlt, denn am meisten Energie wird im Gasthof für Strom aufgewendet. Wir haben zwei Teile von der PV-Anlage, einmal am Dach oben. Das sind ungefähr 160 Quadratmeter. Und dann haben wir nochmal die PV-Anlage, die unsere Absturzsicherung ist eigentlich von der Terrasse. Das sind nochmal 110 Quadratmeter ungefähr und soll eine Leistung von 38.000 Kilowattstunden im Jahr bringen. Wir haben die Balkone ausgetauscht, wir haben Innenräume, die halben Zimmer saniert, die andere Hälfte haben wir komplett neu gemacht. Auch ein großzügiger Wintergarten, der zum Verweilen einlädt, wurde neu dazugebaut. Den Speiseaufsaal haben wir saniert und eine neue Bar, Skiraum, eigentlich fast alles. Die meisten Gäste, die nach langem wieder gekommen sind, haben gesagt, sie haben ihn nicht wiedererkannt. Auch wenn es in der ohnehin schwierigen Bauphase zwischen 2019 und 2021 oft Verzögerungen gab, ist Julia Neureiter mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich bin super zufrieden. Wir haben nach der thermischen Sanierung ein Zertifikat ausgeschickt gekriegt, dass wir jetzt im Jahr 51 Tonnen CO2 einsparen. Und das ist jetzt rein, was uns die thermische Sanierung gebracht hat. Und jetzt natürlich mit der PV-Anlage nochmal ein bisschen mehr. Und ich finde halt, Klimaschutz geht uns alle an und deshalb sollte da jeder seinen Beitrag dazu leisten. Wir haben halt unsere Landwirtschaft auch da und wir versuchen das eigentlich auch an allen Stellen zu leben. Ob Großprojekt Gasthof oder kleineres privates Sanierungsprojekt. Wenn Sie Hilfe und Unterstützung in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz benötigen, dann melden Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/energieberatung.